Angst hat evolutionär gesehen durchaus ihren Sinn und hat der Menschheit letztlich das Überleben gesichert. Denn wenn ich als Kind zum Beispiel einmal einer heißen Herdplatte zu nahe gekommen bin und mich vielleicht ein bisschen verbrannt habe, dann werde ich Angst vor einer heißen Herdplatte entwickeln. Und das schützt mich im weiteren Verlauf meines Lebens vor Verbrennung. Aber Angst kann sich auch verselbstständigen, kann sich auch auf Dinge beziehen, die gar keinen Grund liefern, Angst zu haben. Wenn ich zum Beispiel Angst habe vor einer Lateinklausur, da kommt wieder die Biografie ins Spiel, dann werde ich auch Angst vor dem Lateinunterricht haben. Dann gehe ich ungern zur Schule, versuche das zu vermeiden. Und dadurch baut sich immer mehr Angst auf. Und das Ganze wird dann zur self-fulfilling prophecy. Das heißt, die Angst vor etwas, das mir nicht gefällt, das ich vielleicht auch nicht so gut bewältigen kann, das führt dazu, dass diese Sache mich immer mehr leiden lässt, dass ich das Ganze immer schrecklicher finde. Und genau das passiert häufig beim Tinnitus. Denn der Tinnitus ist auch etwas, was zunächst mal unberechenbar erscheint, was einen schädigt, was einen leiden lässt. Und wenn man dann überlegt, wird der Tinnitus vielleicht schlimmer? Oder kann ich vielleicht irgendwelche Sachen machen, wodurch der mich noch mehr schädigt? Habe ich also irgendwelche Möglichkeiten, das Ganze negativ zu beeinflussen aus Versehen? Dann werde ich Angst entwickeln. Dann werde ich versuchen, Dinge zu lassen, zu vermeiden. Und dann werde ich immer wieder horchen, ist er denn heute schlimmer als gestern? Und genau durch diese Tatsachen, dass man nämlich sein Leben dann nach dem Tinnitus richtet letztlich, dass man versucht, bestimmten Dingen aus dem Weg zu gehen, ob das sinnvoll ist oder nicht, und dass man immer wieder überlegt, was ist morgen mit meinem Tinnitus? Werde ich morgen noch mehr drunter leiden? Dadurch wird auch hier die Angst zur self-fulfilling prophecy. Das heißt, je mehr ich Angst vor dem Tinnitus habe, je mehr ich Angst habe, mehr zu leiden, desto mehr werde ich leiden. Und diese Angst hat auch zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist diese unterschwellige Angst, die man sozusagen ständig hat, die einen auch ständig leiden lässt und nicht so richtig in Tritt kommen lässt. Und dagegen hilft eine Verhaltenstherapie, dass man erkennt, warum das Unterbewusstsein diese Angst aufgebaut hat und das Ganze entlarvt als völlig unsinnig, als kontraproduktiv, als schädlich und dem wirksame innere Einstellungen und Gedanken entgegensetzt. Was aber passiert, wenn ich plötzlich Angst habe, plötzlich Panik kriege, so richtig angespannt werde, so richtig Schweißausbrüche kriege? Dann hilft ein einfacher Punkt aus der chinesischen Medizin, ein Akupunkturpunkt, den man ein bisschen manipulieren kann, damit diese Angst ganz schnell wieder verschwindet. Die chinesische Medizin behandelt ja nicht so sehr organische Probleme. Man kann also nicht mit chinesischer Medizin einfach das Ohr wieder reparieren oder eine kaputte Niere reparieren, aber sie hilft uns, unsere Energie zu lenken. Und das spielt gerade auch im psychischen Bereich eine ganz große Rolle. Und Ängste finden nun mal auf unterbewusster psychischer Ebene statt. Und diese Energie im Körper kann man über die sogenannten Akupunkturpunkte beeinflussen, die wiederum dann bestimmten Energiebahnen, den Meridianen zugeordnet sind. Und diese 12 Meridiane, die bilden einen Energiekreislauf sozusagen um den Körper. Und die Meridiane beginnen mit dem Lungenmeridian. Dann kommt der Dickdarmmeridian und so weiter. Und der erste Punkt des Lungenmeridians, sozusagen der erste Punkt des Energiekreislaufs, den wir haben, das ist der Punkt Lunge 1. Und das ist ein perfekter Angst- und Panikpunkt. Und wenn wir den stimulieren wollen, um die Ängste und die Panik runterzubekommen, dann müssen wir den nur ein bisschen reiben. Wir müssen keine Nadeln kaufen, wir müssen nicht zum Akupunkturarzt gehen. Wir können den ganz alleine manipulieren, diesen Punkt, und die Ängste werden relativ schnell runtergehen. Und wir gucken uns jetzt mal an, wo dieser Punkt ist. Und zwar ist das relativ einfach. Er ist auf der linken Seite wirksamer als auf der rechten Seite. Und er liegt hier in dem Dreieck zwischen der Clavicula, der sogenannten, und der Schulter. Das heißt, wenn ich die Hand so hier auf die linke Brusthälfte lege, dann ist der Punkt ziemlich genau da, wo jetzt mein Mittelfinger ist. Und dann tastet man hier so ein bisschen hin und her und man wird sehr schnell finden einen Punkt, der ziemlich empfindlich ist bei Druck. Und diesen Punkt kann ich dann ganz vorsichtig reiben, mit dem Mittelfinger zum Beispiel. Das heißt, durch diese Manipulation, durch diese Stimulation des Punktes, wird automatisch diese innere Angst runtergehen. Sehen wir uns diesen Punkt nochmal an der chinesischen Akupunkturpuppe an, dann ist das hier der Punkt Lunge 1, der dann über Lunge 2 runter zum Arm geht. Und dieser Punkt Lunge 1, wie gesagt, das ist der Punkt, mit dem wir unsere Ängste relativ schnell runterfahren können, wo wir Panikattacken unterbrechen können. Und wenn man sich dann noch so ein bisschen auf die innere Atmung konzentriert, oder den Blick mal nach außen lenkt, statt
innen negative Gedanken zu wälzen oder an negativen Gedanken zu kleben, zu grübeln, dann wird diese Angst relativ schnell wieder runtergehen. Also einfach ausprobieren, unten reinschreiben, was passiert, und dann werden die Ängste keine Chance mehr haben.